Also ich begrüße Sie zu unserer Vorlesung Internet und Webtechnologien. Und in dieser Vorlesung soll es jetzt um eine erste Einführung, um einen ersten Überblick über das Internet gehen. Das ist der erste oder eigentlich das Vorkapitel unserer Vorlesung. Und das besteht aus zwei Themen, einmal dem Überblick über die Internettechnologien, mal das Web ausgespart und dann eine zweite Vorlesung, wo wir dann eine erste Einführung über das Web machen wollen. Internet, also das universale Kommunikationsmittel unserer Zeit, aus dem Leben nicht mehr wegzudenken, interessanterweise nicht nur bei ganz bestimmten Berufsschichten, Menschen oder in ganz bestimmten Ländern, sondern weltweit. Das hat es also in einer solchen Form auch bisher nicht gegeben. Mit diesem Internet ist eine ganz neue Technik in die Gesellschaft, ins Leben gekommen, nämlich die virtuellen Techniken. Das ist etwas, was es früher nicht gegeben hat, was auch im Umgang uns noch gar nicht so richtig vertraut ist. Das sieht man an bestimmten Punkten, diese virtuellen Dinge, die man nicht fassen kann, die man mit unendlicher Geschwindigkeit oder fast unendlicher Geschwindigkeit um die Welt transportieren kann. Mobilität war immer ein großer Menschheitstraum, aber das wissen Sie, hat man sich mühselig vom Laufen über den Esel und das Pferd zum Auto hin zu irgendwelchen Flugzeugen, Raketen entwickelt. Das ist aber alles nichts gegen das, wie wir jetzt nicht unsere Körper, aber unsere Gedanken und auch bestimmte Anweisungen transportieren können. Eine zweite Geschichte, die mit diesem virtuellen Welt entstanden ist, wo es überhaupt gar kein Verständnis gibt, keine Vorbereitung der Gesellschaft, ist, dass Kopieren nichts mehr kostet, Kopieren unmittelbar gemacht werden kann. Wenn Sie mal an die Geschichte denken, nicht ein Mönches Leben ist gewidmet gewesen, eine Bibel abzuschreiben. Das war ein ganzes Leben. Das war Kopieren, also insofern ist dieses Mehrfachherstellen eine sehr mit viel Aufwand verbundene Tätigkeit gewesen. Durch diese virtuelle Welt, etwas ganz Neues, wo die Gesellschaft keine Erfahrung hat, ist das plötzlich nichts mehr. Kann sofort und für ohne Kosten hergestellt werden. Das heißt, hier sind Dinge, die wir noch nicht richtig, wo wir noch nicht richtig mit umgehen können. Es ist aber toll, als die Generation, das sind Sie, ich kann auch ein bisschen drauf gucken, dass eine solche grundsätzlich neue Technik entsteht und in die Welt kommt. Mit allen Verheißungen und auch mit allen Schwierigkeiten. Also das ist das, was das Internet ausmacht. Und die Frage, das Internet nutzen kann jeder, die Frage, wie es funktioniert, das ist dann schon nicht mehr so stark verbreitet. Nun wissen Sie aber, das ist immer ganz gut, wenn man fragt, wie was funktioniert, dann kann man eigentlich besser damit umgehen. Nicht? Wenn man also weiß, wie ein Auto funktioniert, wie ein Motor funktioniert, da weiß man, dass man irgendwie nicht im ersten Gang auf 120 beschleunigt. Kann man machen. Funktioniert vielleicht auch einmal bei einem Auto besser als beim anderen. Aber das ist einfach dann ein gewisses Verständnis, dass man es richtig nutzt und gerade hier diese Internettechnologie, die so komplex ist, da so ein bisschen zu verstehen, wie geht denn das, hilft sehr, Dinge einzuordnen. Also was ist das Internet? Das Internet, hatte ich gesagt schon, ist ein virtuelles Netz. Was heißt virtuell? Das ist eigentlich gar kein Netz, sondern es besteht aus lauter Flickenteppich. Ein Flickenteppich von lauter lokalen Netzen. Jeder, der da seinen Computer zu Hause verbindet mit seinem Drucker und mit einem zweiten Computer und ich weiß nicht was, kann sich mit dem Internet verbinden und wird damit Teil zu diesem weltweit einheitlichen Netz. Und das ist eigentlich gar nicht einheitlich, das ist nur mit Hilfe einer Software-Illusion, mit Hilfe des Betriebssystems, den Eindruck gebracht, dass es ein Netz wäre. Das heißt, diese Internettechnologie, die ist es, die aus den vorhandenen Netzwerkstücken, die da überall vorhanden sind, aus den vorhandenen Netzwerktechnologien, dieses einheitlich erscheinende Netz macht und diese Technik, da aus verschiedenen Netzen ein virtuelles Netz zu machen, die nennt man Internetworking. Internetworking geht nicht nur mit den Internetprotokollen. Aber die Internetprotokolle sind das tollste Beispiel und das, was sich am weitesten durchgesetzt hat, einer solchen Technik, dass physikalische Netzwerke miteinander verbunden werden und über eine Software, die auf allen Komponenten läuft, dass das als einheitliches Netz erscheint.
Diese Software im Kommunikationsbereich heißt Protokolle, das sind die Kommunikationsprotokolle. Die regeln also, wie der Datenaustausch stattfindet. Das Protokoll erinnert ein bisschen daran, dass es da in der Kommunikation gewisse Schritte bedarf. Wir als Menschen haben auch sowas. Also typischerweise fängt ja so ein Telefongespräch an, der eine wählt eine Nummer, dann klingelt es bei dem anderen, dann hebt er den Hörer, dann sagt er, wenn er höflich ist, hier Fritz, und dann sagt der andere hier Franz, und dann fangen die an, miteinander zu sprechen. Typischerweise auch in der gleichen Sprache, sodass sie dann wirklich zu einem Austausch von Informationen kommen können. So, das muss technisch natürlich genauso funktionieren, bloß dass man dort nicht voraussetzen kann, dass die Maschinen in der Lage wären, jetzt auf irgendwelche Späße zu reagieren, sondern da müssen die Abläufe ganz exakt geregelt sein. Das ist diese Softwareaufgabe dieser Kommunikationsprotokolle. Das, was das Internet so erfolgreich gemacht hat, ist diese offene Struktur, dass jeder weiß, wie das Internet funktioniert und damit selber weiterentwickeln kann, eigene Komponenten dazufügen kann. Hier mal nur kurz Wachstum des Internets. Ende 60er Jahre ist es entstanden. Es ist also ein Forschungsprojekt entstanden. Wenn wir über Sicherheit reden, werden wir das nochmal uns erinnern. Und zwar nicht, um jetzt hier ein tolles Kommunikationssystem zu schaffen, sondern damals hatten diese Rechner, verschiedene Rechner, Hardware sehr beschränkt, verschiedene Betriebssysteme. Und die Rechner mit einem Betriebssystem, die konnten Informationen austauschen, weil die eben in der gleichen Weise kodiert war und die gleichen Dinge hatten. Aber Rechner in verschiedenen Betriebssystemen, die konnten überhaupt nicht miteinander kommunizieren. Und da war das ein Forschungsprojekt. Also die eine Idee war, man zwingt alle Rechner das gleiche Betriebssystem zu nutzen. Sowas ist immer schwierig, weil jedes hat seine Vorteile, jeder hat seinen speziellen Anwendungszweck. Also die andere Idee war, schafft man es über verschiedene Betriebssystemgrenzen hinweg, Kommunikation zu erlauben. Also Austausch von Informationen, ein Dokument von einem Rechner, Unix irgendwie auf einen Rechner, Microsoft-Betriebssystem runterzubringen. Und das ist gestartet mit 4 Rechnern an der Westküste der USA, es sind immer Universitätsrechner gewesen. Es ist auch bei der ersten öffentlichen Durchführung natürlich irgendwie zusammengebrochen, aber es war ein unerwarteter Erfolg, dass das A funktionierte und B, das hat eine ganze Weile gedauert, bis dieses Netz größer wurde, bis sich andere Forscher angeschlossen haben. Wird heute immer so ein bisschen gesagt, militärisches Netz. Das ist Leute, die das nicht genau verstehen. Das Verteidigungsministerium, DARPA, hat eine Agentur, die neue Techniken fördert. Das waren an Forschungsinstituten, das waren an Universitäten. Und einfach mal gucken, was passiert. Und in dem Moment, wo dann Dinge sehr interessant wurden, da hat man plötzlich nichts mehr von gehört. Da haben die gesagt, so, jetzt, das nützt uns was. Ja? Aber diese Internettechnik, das ist dann frei an Universitäten entwickelt worden. Da haben die Ingenieure sich zusammengesetzt. Wir werden das im Einzelnen besprechen, auch gute Designs gemacht. Das ist ja manchmal glückliche Designs, dass man gar nicht weiß, ob etwas funktioniert. Denn Sie können sich vorstellen, es haben sich inzwischen ja die Leistungskraft der Rechner, die Leistungskraft der Netze, hat sich ja vervielfacht. Also in Größenordnung vervielfacht. Und diese Protokolle funktionieren noch. Die Protokolle, die für eine ganz andere technische Situation gebaut waren. Heute wird schwierig. Also Google hat irgendwann 2005 die Zählung aufgegeben. Bis dahin hatten die immer noch gesagt, wie viele Dokumente sie selber praktisch indizieren, bei ihrer Suche gefunden haben und wenn dann jemand eine Suchanfrage stellt, aus diesem Reservoir dann anzeigen können. Schätzungen sagen, dass das vielleicht 20 Milliarden Webseiten sind, also viel, viel mehr, als es Menschen gibt. Es gibt fast 1 Milliarde Internet-Hosts, weltweit etwa 2,5 Milliarden Internetnutzer. Und wenn Sie mal das sehen, dann sind das ein Vielfaches mehr als Menschen, als Menschen, die Zugang zu fließendem Wasser haben oder zu Strom. Ja, also das ist wirklich sehr erstaunlich. Wir hatten über diesen virtuellen Zusammenschluss gesprochen. Wie sieht das aus? Sie haben zum Beispiel zu Hause einen Rechner,
Sie haben da ein kleines Netzwerk und wollen das mit dem Internet verbinden. Das können zum Beispiel über die Telefonleitung passieren. Sie müssen dann bei einem Internet Service Provider, ISP wie die heißen, müssen einen Zugang sich kaufen oder besorgen. Der Internet Service Provider bietet sehr, sehr vielen Kunden solchen Zugang zum Internet und sorgt selber dafür, schließt diese Kunden an und sorgt dann dafür, dass er mit den anderen Internet Service Providern die Informationen so austauscht, dass sie dann auch mit einem Netzteilnehmer, der über einen anderen Internet Service Provider angeschlossen ist, dass sie mit dem auch kommunizieren können. Wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, dann sind das hier diese Internet Service Provider, die es da gibt. Da gibt es große und kleine, spezialisierte, teure und billige, das wissen Sie alles. Diese Internet Service Provider, an die schließen sich verschiedene Netzwerke an. Das können selbst wieder größere Netzwerke sein, LAN, Lokal-Area-Netzwerke. Das können Einzelrechner sein und diese ISPs, dieser Internet Service Provider, die sind dann untereinander verbunden, sodass also jeder Rechner, der mit irgendwie über einen Zugang, über einen Internet Service Provider hat, mit jedem anderen Rechner, der da am Internet verbunden ist, Informationen austauschen kann. Zum Beispiel E-Mail senden oder anderes. Wenn man sich das mal hier in Deutschland anguckt, die Infrastruktur in Deutschland, das sollen Sie gar nicht im Einzelnen sehen, das können Sie sich dann vielleicht auf dem Bildschirm nochmal angucken, das soll nur beeindrucken, dass das also sehr viel ist, was mit diesen verschiedenen größeren, kleinen Internet-Service-Providern passiert, die da ihre Informationen zusammenhängen. Und wenn man das in der Welt mal anguckt, dann ist das natürlich in jedem Land, auf jedem Kontinent sind da riesige Verbindungen und Leitungen, zum Beispiel über die Ozeane, Backbone heißt das, die da in einer riesigen Breite Informationen austauschen können.